So. Oh. Gar keine Stichpunkte gemacht. Ich habe ja ungefähr 10 Tage oder sowas kein Video mehr gemacht. Und da habe ich gedacht, mache ich jetzt eins trotz, dass mein aktuelles Experiment noch nicht abgeschlossen ist. Wie fange ich am besten an? Das ist relativ komplex, kompliziert. Das sind ungefähr 6 Sachen auf einmal, aber ich fange einfach mal an. Ungeachtet dessen, wie ich das so forme, dass das irgendwie nicht in den falschen Hals von Leuten gerät, aber das soll mich ja nicht mehr kümmern, weil die Leute, die das, mit die allgemein was mit der Information anfangen können, die werden das, egal auf welche Weise ich das präsentiere, schon verstehen. Und es ist so, in meinem letzten Video hatte ich genau das, was ich letztens gemacht hatte, hatte ich nicht hochgeladen. Ich hatte einfach keine Zeit und Lust. Das war für mich einfach schon zu lange, das durchzugucken nochmal und zu gucken, ob ich schneide, ob ich es hochlade. Also sind wir bei dem Stand, wo ich von Frutaria erzählt habe. Dass ich das frutarisch irgendwie durchziehen wollte, was immer noch Ziel ist. Ich hatte das 12 Tage circa gemacht, hatte mich aber mehrmals neu vergiftet und durch die Neuvergiftung hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Da musste ich dann wieder Grünzeug einbauen, was ich auch gemacht habe. Aber ich hatte dann die letzten Tage so eine Eingebung gehabt. Ich hatte richtig, weiß ich nicht, ich hatte Lust, aus diesem Dogma auszubrechen. Nur noch, also es ist so, dass die Angst immer mehr zugenommen hat, gekochtes zu essen, weil mich schon eine kleine Kartoffel, die ich dämpfe, schon so vergiftet, dass ich 2 Tage lang keine Energie habe oder wenig Energie habe. Und das hat mir so eine Angst vor neue Vergiftung allgemein gegeben, dass ich mir gedacht habe oder dass ich einfach die spontane Eingebung hatte, ich knall mich jetzt einfach mit, nicht einfach mit Kochkost zu, sondern ich vergifte mich jetzt richtig intentionell. Das heißt, möglichst konventionell und halt so Junkfood aus ethischen Gründen vegan. Und ja, das habe ich gemacht. Und es ist so, dass ich bei ab ungefähr, ich habe das ungefähr 10 bis 15 Mal ausprobiert und beobachtet, dass ich bei circa 0 oder ab circa 0,2 Gramm Salz in Form von Natrium Chlorid mich am nächsten Tag total ausgelaugt fühle und keine Energie habe, auch nicht beim Sport und auch deutlich halt sehe, wie das Sixpack komplett mit Wassereinlagerung überdeckt ist. Und jetzt habe ich circa, ich habe das jetzt 3 Tage hintereinander gemacht, gehe ich gleich näher drauf ein, wie genau. Auf jeden Fall habe ich da jeweils immer die 20-fache Menge an Salz gegessen, also 4 Gramm oder sowas. Und habe dann gemerkt, dass da nichts passiert ist. Und was war der Unterschied? Der Unterschied war meine Meditation. Und zwar, ich habe mich halt bewusst vergiftet, um frei zu sein wieder, um mir nicht zu sagen, ja, ich darf das nicht mehr essen, weil das vergiftet mich und so weiter. Von den Gedanken wollte ich mich lösen, indem ich mich sozusagen in die Situation reinzwinge, dass ich mich so stark vergifte, dass ich sozusagen meditieren muss, um davon nicht krank zu werden einfach, weil mein Körper mittlerweile so gereinigt war, dass halt diese geringen Mengen, wie ich schon erzählt hatte, mit der Kartoffel oder mit dem Salz solche Folgen haben können. Und das lässt sich aber alles, wie gesagt, halt mit dem Bewusstsein beeinflussen. Und was ich da genau gemacht habe, ist, dass ich halt meditiert habe, dass ich diese Sachen gar nicht verstoffwechsle. Und gar nicht brauche und halt genährt bin von der pranischen Energie und das sind alles andere, hat sich auch wirklich nur so angefühlt wie ja unnötiges Zeug, was da rumlungert und schnell wieder raus soll oder raus muss. Und ich habe das dann auch dokumentiert, obwohl das auch Kochkost war, kam und ich vorher die ganze Zeit sehr, sehr wenig gegessen habe, kam nach 15 Stunden alles wieder raus. Also eine richtig große Menge, das kann nicht von Sachen davor gewesen sein.
Und normalerweise braucht Kochkost aber eigentlich 24 Stunden, um rauszukommen. Das fand ich als ersten Punkt interessant. Der zweite Punkt, der interessant war, war, dass die Menge, die rauskam, so groß war. Die sah eigentlich genauso groß, fast sogar noch größer aus, was natürlich nicht unbedingt sein kann. Aber die sah genauso groß aus wie das, was ich reingegeben habe. Und als drittes, was dazu passt, zu meiner Theorie, dass das mit dem Meditieren funktioniert, dass ich halt wirklich keinerlei Wassereinlagerung hatte und dass es mir auch nicht schlecht ging, obwohl es mir ja manchmal bei einer Kartoffel schon schlecht ging. Und ich habe wirklich den letzten Crab genommen. Ich habe so Blätterteig genommen, konventionell, auch Weizen noch, was stark gespritzt ist und auch so schon nicht gut ist, davon dann 2000 Kalorien auf einmal und schon 6 Jahre abgelaufen gewesen. Und habe das mit den übelsten Scheiß gefüllt, mit Zucker pur, also was war das für Zeug? Zuckerrübensirup, was mich auch extrem übersäuert hat, das habe ich auf jeden Fall noch gemerkt, dass einfach so viel insgesamt war. Ich habe auch Tofu und mega viel fast schon ranzigen Öl angebraten, also ich habe mich extrem vergiftet. Einige werden jetzt sagen, dass das total verrückt ist, was ich da gemacht habe, aber für mich ist das kein bisschen verrückt gewesen. Ich habe mich sozusagen einfach nur in die Situation reingezwungen, um mir selber zu beweisen, dass ich da auch frei bin, dass ich ja dann nicht von krank werde, also nicht unbedingt. Ich hab auch mal die Meditation dann bewusst gebrochen und habe dann auch gemerkt, dass ich mich nicht nur schlecht fühlte, sondern dass ich auch wieder zur Wassereinlagerung, also innerhalb von 3 Stunden oder 4 Stunden habe ich dann gemerkt, dass ich wieder irgendwie Wassereinlagerung habe und mich wieder total träge fühle und die Energie nicht fließt, dann habe ich die Meditation wieder aufgenommen. Ich hatte ja, glaube ich, genau, ich hatte, als ich das gebrochen habe, habe ich dann Minecraft gespielt und da ist die Meditation automatisch weg, weil ich mich da auf andere Sachen konzentriere, sag ich mal so. Ja, am nächsten, also ich habe an, oder ich mache mit der nächsten Sache weiter, da hatte ich dann gefastet, dann 12 Stunden oder sowas, hab dann ganz normal eine Papaya gegessen. Ich war übrigens nach einer halben Papaya schon satt trotzdem, also nach 250 Kalorien, dann war ich eigentlich schon satt. Ich war aber zu faul, die andere Hälfte jetzt irgendwie vergammeln zu lassen, weil ich auch nicht so einen Kühlschrank nutzen will und so. Deswegen habe ich auch gegessen und abends habe ich dann aber nochmal Kochkost gegessen. Ich wollte es noch weiter ausprobieren. Das war mir noch nicht genug Erfahrung sozusagen, noch nicht genug Experimente. Hab dann gemerkt, der Trester von Kartoffeln, also ich habe die gemixt und entsaftet und davon den Trester genutzt, um so Reibekuchen zu machen. Und das deckt sich dann mit der Übergangskost von Arnold Ehret, die er in seiner steinfreien Heilkost beschrieben hat, oder in seinem anderen Buch vom Kranken zum gesunden Menschen durch Fasten. Da hat er beschrieben, dass es geht bei ihm halt um die schleimfreie Heilkost, was eigentlich fast eins zu eins zu vergleichen ist mit einer giftfreien Heilkost. Spricht man auch sehr viel von Rohkost. Und da wird auch beschrieben, dass Stärke das Schleimbildendste überhaupt ist, neben oder nach Fleisch. Und ich glaube, Milchprodukte sind sogar in Bezug auf den Schleim, auf die Schleimgenerierung noch besser. Aber insgesamt gesehen sind die halt noch schlechter auf Bezug der gesamten Gifte und Verträglichkeit durch tierische Proteine und so weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass erstens bei diesen Trester von den Kartoffeln die meisten oder viele Mineralstoffe raus sind. Es hat dann auch nicht mehr viel Geschmack insgesamt. Und zweitens, wenn man das wirklich richtig gut durchbrät, am besten mit Wasser nur, aber Öl ist auch schleimfrei. Oder man kann das auch sehr gut backen oder in so einem Mini-Ofen backen. Man kann es natürlich auch einfach trocknen, wenn man will, also in Rohkostqualität. Auf jeden Fall, wenn man das richtig gut durchbackt, dann ist viel Schleim davon weg und die erdigen Stoffe, die Mineralstoffe sind halt durch das Entsaften oder Trestern auch weg, dass das eigentlich noch ganz in Ordnung ist, dass das sozusagen direkt nach gedämpftem Gemüse kommt in der Reihenfolge. Also wenn man noch
sehr stark in der Kochkost hängt oder halt sehr vergiftet ist und nicht direkt auf 100% Rohkost umsteigen kann, was in vielen Fällen sein kann, dass die Rückvergiftung zu stark werden würde, dann würde ich so eine Übergangskost wählen und dann zum Beispiel, man kann auch einfach ganz normal Kartoffeln nehmen, die einfach in den Backofen packen, sag ich mal so, dass man die einfach gut durchbackt und Reis vorher einweicht und dann den Schleim davon abgießt und dann auch gut durchbrät, zum Beispiel. Und jetzt ist der dritte und letzte Tag, wo ich das Experiment weitergeführt habe. Also ich habe da ganz viele Erkenntnisse daraus erlangt. Also ich hatte das insgesamt gar nicht so geplant. Ich habe das dann einfach gemacht, weil das, ja, ich weiß nicht, ich wollte mich halt vom Dogma lösen und auch mich selber befreien, indem ich einfach was mache mal. Ohne mir jetzt irgendwie aufzuzwingen, nee, das ist jetzt schlecht oder damit vergifte ich mich oder so. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Bock drauf. Und ich habe dann auch eine Erkenntnis erlangt, also ich habe mich dann halt so gefühlt, wie die meisten Menschen sich eigentlich fühlen müssten in der Gesellschaft. Und das hat mich jetzt auch wieder demütiger gemacht, auch in Bezug auf meine Ernährung und auf mich selber, dass nichts irgendwie Nonplusultra ist und was weiß ich. Und dass ich sozusagen auch wieder mehr die Leute respektiere, auch es mehr annehmen kann, wenn andere irgendwie krank sind, aber ich genau weiß, dass das eigentlich nur aus, in Anführungszeichen, Faulheit ist, die Ernährung gesünder zu gestalten, dass ich da aber trotzdem da auch demütiger wieder geworden bin, dass, ja, viele Leute halt einfach den Willen nicht so haben und dadurch, dass ich dann wieder erfahren habe, wie kacke die sich eigentlich fühlen müssen, das tagtäglich, das ist schon richtig krass, was sie da eigentlich dann schon durchhalten. Also es ist für mich viel anstrengender, in einer Sucht Kost zu bleiben mit ganz viel Fleisch und was weiß ich, anstatt jetzt einfach mal weiterzugehen. Dieses Weitergehen, das Entwickeln, das finde ich viel angenehmer eigentlich. Das hat mich dann wieder demütiger gemacht, dass ich überhaupt nichts Krasses mache im Grunde genommen, sondern einfach nur meinem Fluss folge sozusagen. Und das ist eigentlich viel einfacher, als irgendwo stehen zu bleiben letztendlich. Nur das erkennen die meisten leider nicht. Die Erfahrung, die war es mir wert, die jetzt nochmal mitzunehmen. Und noch eine Erfahrung ist, die es mir auch sehr wert war, mitzunehmen. Also ich habe halt viele Dinge nochmal ausprobiert, wo ich halt wirklich im Hinterkopf nochmal so Lust verspürt hatte. Also nochmal wissen wollte, wie das so ist und halt auch wirklich, genau das ist es eigentlich, ich wollte wissen, wie das so ist und da habe ich jetzt halt auch wieder Erkenntnis gelangt, mehr als maximal 5 Minuten Glücksgefühle, Stimulationsgefühle durch verschiedene Nahrungsmittel in Anführungszeichen und Genussmittel gibt mir das eigentlich nicht mehr. Ich merke auch sofort, dass mich das nicht ernährt und dass das in meinem Körper nichts zu suchen hat und nichts Wichtiges zu tun hat und eigentlich nur wieder losgeworden werden will. Und es hat mich dann auch wieder gelehrt, ja, eigentlich brauche ich den ganzen Quark nicht mehr und Gelüste danach sind eigentlich total sinnlos. Es bringt mir eigentlich nichts, außer dass es mich zurückhält insgesamt. Und das nochmal ganz bewusst zu erfahren, jetzt einmal noch, ist vielleicht auch ganz nützlich und jetzt werde ich das Ganze halt abbrechen und ja, zum Beweis, dass es halt wirklich stimmt, was ich gerade erzähle, dass ich halt wirklich den ganzen Scheiß gefressen habe, zeige ich euch mal ein bisschen. Ach, habe ich hier direkt verstehen. Ich möchte jetzt irgendwie das nicht als Errungenschaft so darstellen, sondern wirklich halt nur zeigen, was ich halt wirklich gemacht habe. Ich habe hier, also aus ethischen Gründen als vegan, so ein Kakao aufstrichen, vegan. Ich hatte am einen Tag auch irgendwie 2 Hände voll Haselnüsse, frisch geknackte, gegessen und dann nochmal Sonnenblumenkerne. Ich habe mir so einen Schrott heute reingezogen. Grüße an Livia, Kesselchips. Ja, ich habe mir noch eine ganze Tüte Brot reingezogen und ich habe auch Schokolade probiert, aber Schokolade hat mir einfach überhaupt nicht geschmeckt. Die habe ich direkt wieder im Schrank verstaut. Also davon habe ich nicht viel gegessen. Hummus Aufstrich, aber pff,
Datteln habe ich gegessen, habe die nochmal in diese dekadente Schokosoße reingetaucht. Und noch so ein veganes Fertigprodukt habe ich gegessen. Was habe ich sonst noch gegessen? Also heute hatte ich, glaube ich, in einer Mahlzeit 4000 Kalorien gegessen. Aber ich fühle mich wirklich eigentlich überhaupt nicht schlecht. Also es ist halt wirklich extrem fordernd, meditativ gesehen. Und wenn man zurückfällt und das halt, und halt wirklich nicht in Anführungszeichen stark genug dafür ist, dann kann man dadurch extrem leiden. Aber ich fühle mich, obwohl ich jetzt auch keinen Sport gemacht habe die letzten 4 Tage, außer ein bisschen Krafttraining. Also Sport ist wirklich nicht viel drin, das kann ich sagen. Da braucht man dann nochmal zusätzlich ziemlich krasse Meditation und das war mir dann auch, also auch zu schwierig. Da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Da bin ich dann auf Nummer sicher gegangen. Nee, aber ja, ist schon ein krasser Unterschied, dass mich so wenig so schnell vergiften kann und auch körperliche Symptome halt verursacht und einfach durch Meditation kann ich das trotzdem kompensieren sozusagen. Aber jetzt muss ich halt wieder erstmal entgiften von den 3 Tagen jetzt. Also ich habe da wirklich keine Erfahrung, wie lange das jetzt dauert, um das wieder letztendlich zu entgiften. Weil im Prinzip wird es auch, also viel läuft halt durch, aber es läuft halt nicht alles durch, das kann nicht sein. Viel wird auch dann jetzt wieder vom Körper gespeichert. Und weil ich halt dann direkt wieder was, ja, mich am nächsten Tag direkt wieder neu vergiftet habe, wird die Entgiftung vom letzten Mal wieder gestoppt und dann sammelt sich immer mehr an. Wie viel das ist, weiß ich jetzt nicht. Könnte sein, dass ich wirklich jetzt 3 Wochen mit extremem Sport und oder einfach Leistungssport und mit Säften und Obst, Gemüse, ja, so 3 Wochen, 2 Wochen brauche. Wenn man jetzt wenig Sport integrieren würde, könnte man sogar 3 Monate jetzt dafür brauchen. Ich weiß es echt momentan nicht. Werde ich dann einfach mal berichten, was, ja, wann es sich wieder so anfühlt wie vor dem Experiment. Und es hat mich halt auch wirklich in meinen Dogmen befreit, es hat mich demütiger gemacht, also es hat mir eigentlich extrem viel gebracht, muss ich sagen. Ich trinke auch kurz was. Leckeres Wasser. Und ich habe mich teilweise wirklich so vergiftet, besonders dieser konventionelle Weizen. Und da hatte ich, glaube ich, auch irgendwas Schokoladiges, also konventionelle Schokolade auch sehr vergiftet. Hatte ich natürlich dann vegan benutzt. Das ist ja, glaube ich, auch verwendet und ich habe wirklich gemerkt, hat mich so stark vergiftet. Ich musste mich so krass in solche krassen Höhen sozusagen öffnen und loslassen. Also das meiste in der Meditation geht eigentlich wirklich nur aufs Loslassen. Und also besonders für mich ist das eigentlich sehr schwierig. Also ich kann mir andere Leute vorstellen, die das da eigentlich noch viel einfacher haben, wenn die das Wissen hätten. Also bei den meisten Leuten fehlt einfach das Wissen. Ich habe das Wissen, aber eigentlich habe ich mich immer so wahrgenommen, als bin ich immer sehr, sehr träge gewesen. Und also eine sehr träge Person, sondern auch körperlich. Aber irgendwie habe ich es ja halt trotzdem geschafft und das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Genau, so stark vergiftet, dass ich so viel loslassen musste sozusagen und so viel Qi-Energie generiert habe. Also es generiert auch selbst schon Qi-Energie, weil es sehr stark anregt, wenn man sich sogar frisst oder sich so stark stimuliert. Aber ich musste so viel kompensatorische Qi-Energie generieren durch einfach Disziplin und Konzentrationsfähigkeit. Das ist eine Art von Meditation auch. Aber auch durch Loslassen, was natürlich eigentlich paradox erstmal erscheint, kann ich jetzt nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Aber da brauchte ich so viel, dass ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich so stark von der Qi-Energie genährt bin, dass als ich Wasser getrunken hatte, deswegen ist mir gerade eingefallen, weil ich jetzt auch Wasser getrunken hatte, dass ich so gemerkt habe, dass das Wasser sozusagen einfach nur durchgeht, dass ich das Wasser gar nicht mehr brauche in dem Moment. Das heißt, ich brauche, sondern ja, dass ich das, ja, dass das für den Körper momentan gar nicht nutzbar ist, weil ich so stark auf den Prana-Stoffwechsel umgestellt war.
also zu bestimmt 90, 95%, damit der grobstoffliche Stoffwechsel nicht so schnell das alles aufnimmt und dann so stark vergiftet, sondern dass ich halt so viel Prana-Stoffwechsel habe, dass einfach alles andere gar nicht mehr gebraucht wird vom Körper und einfach durchrutscht, dass sogar das Wasser halt nicht mehr angenommen wird sozusagen. Das war so stark, das war schon halt ein Zustand eines fast vollständigen Prana-Kösters, der halt noch nicht mal mehr Wasser trinkt. Also so stark musste ich dann sozusagen meditieren, das ist dann halt schon krass, und da kann ich mir schon vorstellen, dass einige andere, die schon so einen gereinigten Körper haben, dass es für die ja gefährlich sein könnte. Ja, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und ich werde dann halt berichten, wie die nächsten Tage oder Wochen halt ablaufen mit der. Und ich merke schon, die ganze Zeit, während ich hier rede, kann ich meine Meditation nicht mehr richtig aufrechterhalten. Also ich muss das jetzt die ganze Zeit noch machen. Bis ungefähr morgen Nachmittag, wenn ich dann nochmal jetzt insgesamt, nachdem ich gegessen hatte, sagen wir 16 Stunden gefastet habe, vielleicht mal einen Saft getrunken habe, dann wird das besser werden, dann brauche ich nicht mehr so krass meditieren. Deswegen muss ich jetzt auch Schluss machen, weil ich merke schon, wie, naja, ihr wisst entweder, was ich meine oder auch nicht. Ich wollte auf jeden Fall mal das Video gemacht haben und das niemandem vorenthalten haben. Bis dann!